Hallo, 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 hallo. Ja, hallo, mein Name ist Ralf Richteiger, ich bin Head of, also ich leite die Frontend-Entwicklung bei Cohan & Partner, beschäftige mich hauptsächlich mit der Umsetzung von responsiven Webseiten in verschiedenen Content-Management-Systemen und bin natürlich auch dafür da, die Designer einerseits zufriedenzustellen, aber andererseits natürlich auch mal ein bisschen einzubremsen, wenn sie mal wieder über das Ziel hinausgeschossen haben. Ja, und ich bin Michael Schmidt, bin Art Director bei Cohan & Partner, sozusagen der Gegenpart, wie der Olli gerade gesagt hat, zum Ralf. Und ich bin derjenige, der den Ralf dann triezt und sagt, nee, wir müssen das aber so machen, weil das so genau richtig ist. Und ja, genau, also wir zwei stehen uns immer eigentlich gegenüber und haben sehr viel miteinander zu diskutieren. Wir erzählen euch heute was zu den Viewport Units, kurz vorab, greife ich aber ein bisschen vor und wiederhole vielleicht auch so ein bisschen was, weil mir waren diese Viewport Units vorher nicht so ganz klar. Jeder von uns oder jeder Designer, ich kann jetzt nur vom Berufsstand von mir ausgehen, geht eigentlich von diesen Maßeinheiten im Web aus, also die Pixel, das ist uns als Designer eigentlich so die allerliebsten, weil da haben wir am allermeisten Kontrolle. Da kann ich zum Ralf sagen, nee, ich will das 12 Pixel haben und dann muss der Ralf 12 Pixel machen. Die EM und die REM, das sind zum Beispiel Maßeinheiten, mit denen konnte ich vorher gar nichts anfangen. Also er hat mir das dann erklärt, was das genau ist. Ich kann mir da bis heute visuell nicht wirklich was Richtiges drunter vorstellen. Prozent wird dann wieder so ein bisschen klarer, ist aber auch so ein bisschen undurchsichtig. Und Zentimeter und Millimeter funktionieren zwar im Web, ich habe aber noch keinen gesehen, der mit Zentimetern, mit den Maßeinheiten gestaltet. Vor ungefähr 4-5 Wochen hatten wir dann so einen Use Case zusammen, wo wir dann eigentlich ja, so eine Problemstellung hatten, wo wir eigentlich auf unser Thema gekommen sind. Und zwar ging es darum, als Teilprojekt eines größeren Projekt, so eine Progress Bar zu gestalten und umzusetzen, und die sollte natürlich responsiv sein. Aus der Gestaltung kam dann dieser Vorschlag, den ihr hier oben seht, und der lebt natürlich davon, dass diese einzelnen Elemente im Quadrat stehen. Und ich bin dann mit diesem Entwurf zum Ralf und hatte ihm auch den Phone-Entwurf dazu gezeigt, wie ich mir das so ungefähr vorstelle. Hat aber schon im Hinterkopf, es könnte vielleicht Probleme geben, weil was passiert denn, wenn hier ein 7. oder ein 8. Punkt oder wenn es hier nur 3 Stück sind, hinzukommen, wie wird das dann auf dem Telefon aussehen? Und, oder überhaupt, wie wird sich das responsiv auf den einzelnen Devices verhalten? Und genau, Ralf weiß wie immer eine Lösung dazu. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und es gibt ja da verschiedene Ansätze und ja, das habe ich geschrieben. Und im Prinzip ist herausgekommen, dass wir eine fluide Progress Bar haben, die zwischen 3, 4 oder auch 5, der längste Prozess hat, glaube ich, 6 Steps hin und her springen kann und der sich der Viewport-Größe anpasst, genauer gesagt der Breite. Wer genau hinschaut, nicht nur die Quadrate bleiben quadratisch, sondern auch die Schrift, die im Prinzip dort dargestellt wird, passt sich dem Viewport an. Wie ist das gemacht? Das ist das HTML ist eine ganz normale geordnete Liste. Aber das CSS basiert auf CSS-Countern, Pseudo-Elementen und hier kommen jetzt die Viewport-Units ins Spiel auf den Devices, das heißt, wir haben da einen eigenen Breakpoint für, werden für Breite, für die Zeilenhöhe, für aber auch die Höhe von den einzelnen Elementen und natürlich auch für die Schriftgröße verwenden wir die Viewport-Units. Was sind eigentlich die Viewport-Units? Und das ist gar nicht mal so was Neues. Der Working Draft vom W3C, der sich mit den CSS-Values beschäftigt, erwähnt die oder ist von 2005 und seitdem hat sich nichts geändert. Also eigentlich stehen die seit 2005 im CSS3 Standard, die Unterstützung hat sich aber in den letzten Jahren signifikant verbessert.
Es ist nicht nur eine Einheit, es gibt vier Einheiten. Das ist einerseits VW. Dabei bedeutet ein VW 1% von der Breite von dem Viewport. VH bezieht sich auf die Höhe des Viewports. Vmin und VMax sind so, die beziehen sich im Prinzip auf die Einheit, die kleiner oder größer ist. Kann man sich jetzt vielleicht schwer vorstellen, wie das wirkt. Deswegen habe ich mal versucht, ein kleines Beispiel zu erstellen. Wir haben hier ein Quadrat. Das ist 50% breit. Man sieht hier auch die Gefahr, es läuft halt irgendwann mal aus dem Viewport raus. Wenn wir natürlich jetzt auf die Viewport Height switchen, orientiert sich das Ganze auf der Viewport Height. Wenn man natürlich jetzt möchte, dass dieses Quadrat oder dieses Element immer im Viewport ist, dann kann man natürlich VMin nehmen. Man sieht das anhand des Rasters, dass wir, dass hier jetzt der Switch passiert und hier ist im Prinzip die Höhe verantwortlich und hier die Breite. Und VMax ist genau das Gegenteil. Es orientiert sich an der größeren Unit. Kann man sich dann gerne im Detail mal anschauen. Der Vortrag, der ist dann auch bald online. Kommt dann zum Schluss. Ein anderes Beispiel ist, im Moment geistern im Web ganz viele Webseiten mit Fullscreen-Images rum. Kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Ich habe mal drei Beispiele dabei. Flickr hatte irgendwie vor kurzem gelauncht, die benutzen ein großes Hintergrundbild und ein Fullscreen-Image. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken, um sowas abzubilden. Die verwenden hier, die rechnen die Bilder auf die 100% Höhe des Ganzen und das bleibt dabei fix. Anderes Beispiel ist zum Beispiel Spotify. Die machen das etwas komplizierter. Die nutzen Data-Attribute, speichern dann die Höhenproportionen des Bildes, also das hier, und legen das dann pro Section, also da kommen mehrere Bilder untereinander, per JavaScript nochmal fest und spielen dann die Bilder aus und das dann natürlich immer wieder bei Reload für das jegliche Device. Bei Exposure ist es so, die machen es auch nicht wirklich elegant. Bei denen ist das Bildchen hier 90% der Höhe des Browsers und per JavaScript, per Resize des Fensters wird das Bild einfach neu berechnet. Ich habe zum Ralf natürlich gesagt, sowas will ich auch haben. Aber viel einfacher, viel schneller und eleganter. Und? Was kommt? Ralf hat eine Lösung dazu. Genau, wir haben mal einen kleinen Use Case und wir haben hier ein Bild, das ist 75 VH hoch, also 75% hoch. Ich sag mal, der einfachste Anwendungsfall, ein Hintergrundbild, was irgendwie statisch stehen bleibt, das mag man vielleicht noch hinbekommen, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, verschiedene Bilder in verschiedenen Größen darzustellen, dann kommt man normalerweise nicht um irgendwelche Plugins drumherum. Das heißt, alle Plugins, die sich damit auseinandersetzen, arbeiten mit irgendwelchen Data-Attributen oder mit Resize-Events, gerade wenn ich den Browser, wenn ich das Fenster verkleinere, es wird im Prinzip immer die Höhe neu bestimmt. Genau. Auch die Überschrift haben wir hier entsprechend mittels einer Viewport angepasst. Das HTML ist auch eigentlich wieder sehr einfach, also es sind jetzt einfach nur eine Section, die das Bild als Hintergrund-Image bekommt. Und ja, das CSS, wenn man sich das anschaut, es ist relativ übersichtlich. Weil ich kann eigentlich mit einer einzigen Zeile sagen, wie hoch das sein muss. Und ich muss jetzt nicht irgendwie ein spezielles Markup anwenden oder spezielle CSS-Hacks, um diese Höhe zu erzwingen. Und jetzt noch ein kurzer Use Case zur Typografie. Ich bin so ein bisschen verliebt auch in Typografie und so und freue mich, wenn es da neue Dinge gibt.
Der Olli hat mir jetzt leider eins vorweggenommen. Also es gibt verschiedene Tools im Web, die mit Typografie auf Webseiten spielen, beziehungsweise mit denen man einfach arbeiten kann. FitText hat der Olli gerade schon vorgestellt. Es gibt noch eins, nämlich SlabText. Das Problem bei FitText ist so, dass man immer nur eine Zeile auf die Breite bringt. Bei SlabText ist es so, es ist eine zusammenhängende Headline. Und was die machen ist, hört sich total kompliziert an, also es berechnet die Pixel in der Breite, die Gesamtbreite der Headline, teilt dann einzelne Zeilen in Spans auf, berechnet dann die Schriftgrößen der einzelnen Zeilen und balanciert die einzelnen Zeilen dann, wenn nötig, noch mit Letter Spacing und Word Spacing aus. Es ist, also es sieht einfach cool aus, finde ich. Und der einzige Haken an dem Ganzen, oder beziehungsweise an dem Tool, ist eigentlich cool, dass es einfach auch dynamisch integriert werden kann. Ich habe zum Ralf gesagt, ich hätte gern sowas mit VH und Vmin und ich hätte es einfach gern ohne Plugin. Ich hätte es gern nur mit CSS. Und was kommt als nächstes? Ralf hat eine Lösung dafür. Na, wir haben uns mal hingesetzt und haben das Ganze versucht abzubilden. Und das ist jetzt wirklich eine reine CSS-Lösung ohne JavaScript. Und das ist in der Tat Text, den ich selektieren kann. Ich kann das skalieren und es passt sich im Prinzip an. Okay, es ist ein Experiment. Wir haben jetzt hier auch die einzelnen Zeilen aufgeteilt. Manche Plugins, FitText, es gibt noch BigText und wie sie alle heißen, die benötigen auch so ein entsprechendes Markup, um sowas herzustellen. Und das CSS dazu, wir wollten es mal zeigen, dass es damit geht, ist ein bisschen umständlich, aber wir haben im Prinzip jede einzelne Zeile uns vorgenommen und feingetuned. Man muss dazu sagen, das funktioniert natürlich nicht mit jeder Schrift, weil mit einer anderen Schrift muss ich wieder andere Werte verwenden. Es funktioniert vielleicht nicht auf jedem Screen gleichzeitig. Und es ist auch nicht eigentlich geeignet für so einen generischen Ansatz. Also wenn ich jetzt ein Content-Management-System dahinter habe und habe auf jeder Seite unterschiedliche Überschriften. Aber damit kann man natürlich zumindest die Überschriften schon mal komplett responsiv machen und ich muss nicht mit irgendwelchen Breakpoints arbeiten. Ja, der Browser-Support ist vielleicht jetzt ein wichtiger Punkt. Wie sieht der gerade aktuell aus? In meinen Augen ist er eigentlich sehr gut. Gut bis sehr gut. Also alle Major-Browsers unterstützen diese Version, einschließlich Internet Explorer bis Version 9. Es gibt auch ein Aber. Und deswegen komme ich jetzt mal ganz dazu, zu den Nachteilen. Der IE9... Oder zuerst, wenn man natürlich sicher gehen möchte, kann man natürlich ein Fallback einsetzen oder ein Polyfill. Das gibt es, Form in Poly. Der Internet Explorer 9 unterstützt nur die alte Syntax für Formin, VM, und aber nicht für Font Size. Das heißt, das Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, das arbeitet mit Vmin, würde damit nicht funktionieren. Chrome 20 und Safari 6, ab da werden die Viewport-Units auch unterstützt. Sie haben halt nur den Nachteil, wenn ein Resizing stattfindet, was natürlich beim iPad schon dadurch passiert, wenn ich es einfach nur drehe, werden diese Schriftgrößen nicht neu berechnet. Das erfordert einen Repaint und das kann ich im Prinzip mit einem kleinen JavaScript-Snippet fixen. Ab Chrome 34 und Safari 7 Plus ist das gefixt. Teilweise habe ich es aber trotzdem noch auf meinem iPad, was mit iOS 7 unterwegs ist, beobachte ich es immer noch sporadisch. Ein Fehler, wo ich drüber gestolpert bin, und war, dass gerade die mobile Plattform, also wirklich von Apple, also iPhone, iPad, ab iOS 6, einen Bug haben bei der Berechnung von Viewport-Höhen. Also dieses Beispiel mit den Bildern, das funktioniert nur dann ohne Hack, sagen wir es mal so, wenn ich nicht dynamische
Inhalte auf der Seite habe, die bei JavaScript ein- und ausgeblendet werden. Akkordeon, schöne Beispiel, oder Slideshows oder sowas. Ich bin drüber gestolpert, als ich mir mal eine Slideshow angeschaut habe auf dem iPad und mich gewundert habe, dass die plötzlich nicht 100 VH hoch ist, sondern 20.000 Pixel, weil iOS berechnet dann diese ganzen Pixelwerte von diesen Elementen alle dazu. Aber dafür hat sich auch schon jemand Gedanken gemacht und Mühen gemacht, und es gibt den Viewport Units Buggy Fill, den man dafür einsetzen kann. Der funktioniert. Angeblich, ich konnte es leider noch nicht verifizieren, ist dieses Verhalten im iOS 8 auch schon gefixt. Es gibt noch ein paar andere kleine Sachen, dass sich in älteren Chrome-Versionen zum Beispiel diese Einheiten nicht für Border Widths oder für Box Shadow oder sowas verwenden kann, aber für die Font Size oder Größenangaben kann man es eigentlich verwenden. Und verwenden wir es halt auch. Ja, wir beide möchten gerne noch ein Plädoyer für diese Maßeinheiten aussprechen. Ich war total überrascht, weil für mich hat sich wieder einiges geklärt. Ich habe jetzt eine Maßeinheit, wo ich mir einfach wieder was drunter vorstellen kann, wo ich sagen kann, ich gehe von einem Format aus und ich teile das durch 2 oder durch 3 oder durch 4 oder durch 5. Oder ich habe Abstände, mit denen ich was anfangen kann, weil sie nachvollziehbar sind und orientieren sich nicht an Basisschriftgrößen im Bodytag oder ich weiß es nicht. Also für mich ist es einfach so eine Erleuchtung gewesen, wie wir beide das vorbereitet haben. Ich finde es super und würde jeden dazu anhalten, VH, Vmin, Vmin, Vmax, Vb zu verwenden. Und ich finde es super. Ich finde es auch eigentlich eine sehr unterschätzte CSS-Eigenschaft. Man merkt das eigentlich auch, dass viele das eigentlich noch nie gehört haben, dass es die überhaupt gibt. Vereinfacht natürlich einerseits die Entwicklung ungemein, weil ich brauche keine Plugins mehr, ich muss nicht gesondertes Markup schreiben, sondern das reicht, wir haben zum Beispiel gesehen, eine Zeile CSS, was natürlich, wenn ich vielleicht einen besonderen Anwendungsfall habe, ich mache eine iPad-Web-App zum Beispiel, da kann ich auf das ganze andere verzichten und mich damit auseinandersetzen. Und ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren auf dem Web Foundry wurde mal die Forderung laut, wäre es nicht schön, eine Einheit zu haben, die sich an der Größe meines Devices orientiert. Hier ist sie, nutzt sie. Wir haben ein paar Ressourcen zusammengestellt und wie gesagt, der Vortrag ist sofort online. Man kann das sich auch mal anschauen. Idealerweise im aktuellen Chrome, weil da ist noch nichts irgendwie Cross-Browser getestet. Wir haben es jetzt erst mal. Aber genau, es sind ja Experimente. Vielen Dank. Dankeschön.